Ich sollte mich vermummen. Mit dem Silber des Ordens habe ich mich Vergnügungen hingegeben und so vielen Bedürftigen geholfen. Lass dich nicht vom Glanz deines Blutdursts blenden. Geteiltes Silber hat seinen Preis. Und wenn schon. Ich formte aus dem, was du böse nennst, etwas Gutes. Ich habe Leben verbessert, die mehr wert waren als das Silber, das man für sie bezahlte. Ich trauere nicht um jene, die wir zum Wohl aller verloren haben.
Hier! Ich trinke Auerochsen unter den Tisch. Komm her, ich zeig es dir. Meine Kehle ist ganz trocken. Sir Elderwill.
Hier! Spiel es noch. Du da, Däne, gesell dich zu deinen Leuten. Musik ist mein Geschenk an euch. Der Herr schuf mich. Eine heitere Gesellschaft. Ein Sachse spielt Musik für Nordleute? Die Freude, die man gibt, kommt dreifach zurück. Sagte meine liebe Chero früher immer. Heute singe ich für sie. Früher? Ja. Doch nun ist nicht die Zeit für Trauer. Feier mit uns. Ich wollte gerade ein Fass für meine neuen Freunde anstechen. Je mehr, desto besser. Nichts heilt ein schmerzendes Herz wie ein gutes Ale. Du siehst aus, als würdest du an deinem Bier nippen wie ein Kätzchen. Falsch. Wenn ich mein Trinkhorn ansetze, wird selbst Thor blass vor Neid. Ha, dann beweis es uns. Sachse, spiel noch ein Lied. Zeig mir, wie man im Rabenclan trinkt. Du wirst schon unterm Tisch. Oho. Der Herr schuf dich, auch Hopfen und Malz erdacht er sich. Solltest du an der Himmelspforte sein, gib noch 2-3 Bier in dich rein. Also trink schnell aus, füll nachgeschwind, denn wer weiß, wann Gott dich zu sich nimmt. Drum trinke reichlich Ale und Wein, denn jedes Glas wird das letzte sein. Ich spüre, wie Kälte in mir um sich greift. Das Bier ist vergiftet. Oh, als würde sich Jörmungand in meinem Magen winden. Hei Odin, dieses Ale ist 100 stark. 100 Leben versprach ich, glaub, ich ihr, als sie in meinen Armen lag, mit einem dänischen Pfeil in der Brust. 100 Leben für das Ihre. Aber einer steht noch. Dann muss ich mich selbst darum kümmern. Sterb wie meine Chero! Ich bin es nicht, der heute stirbt. Mörder! Plünderer! Tod allen Dänen! Du bist selbst angeschlagen, bin ich dir überlegen. Seine Opfer mit Musik und vergiftete sie wie eine Spinne. Trauer hin oder her, die Welt ist ohne ihn besser dran.
Hilf mir. Sei meine Augen. Ich brauche Hilfe! Ich brauche hier mal Hilfe! Los, ich brauche hier Hilfe. Thank you.
Kurz her. Ich brauche hier drüben Hilfe. Hier warten Schätze. Ich brauche Unterstützung! Ich rieche Silber! Hier! Hierher! Können wir das aufs Schiff laden? Thank you.
schaffen das. Für mich in die Ferne, Sühnen. Ja! Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ich habe mich um meine Familie gesorgt und nur um sie. Ich liebe sie mehr als alles andere. Und die Familien, die durch den Orden umkamen, waren sie es nicht wert, geliebt zu werden? Du bist Däne. Du wagst es, vom Wert des Lebens zu sprechen? Für euch ist es weniger wert als die Axt. Das stimmt nicht. Ich sehe Ehre in vielen Menschen, an vielen Orten. Du hast gezeigt, dass dein Mitgefühl klare und unüberwindbare Grenzen kennt. Thank you.
scheinst aufgebracht. Das wärst du auch, wenn jede deiner Rüben von einer Horde räudiger Ungetüme angenagt würde. Ich nehme an, du meinst die Karnickel auf diesem Feld. Ganz genau. Diese Ratten mit Langohren. Ich würde sie erschlagen, wenn ich könnte. Aber die Biester sind zu flink. Diese teuflischen Fellknäuel aus der Hölle! Upsi! Schnüffelchens! Was haben sie euch angetan? Ich hatte keine andere Wahl, Alstan. Ich habe dich gewarnt, was passiert, wenn du sie wieder auf meinen Rüben legst. Oh, meine Schnuckelchen! Sie können nichts dafür! Wie konntest du? Diesmal bist du zu weit gegangen, Weib! Willkommen. Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Klug von dir, aufzurüsten. Gefällt dir das? Könnte dir gehören. Das würde doch reizend aussehen. Gehst du schon?
schon wieder. Kümmer dich um deinen Kram. Bist du Elwyn? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wegbert, du dummes Mondkalb. Rück ihn raus, Elwyn. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Ich bin nicht sicher. Sieht aus, als hätte sich ein altes Weib mit ihren hässlichsten Ferkeln im Dreck gewälzt. Ein Schwein in einem Kleid vielleicht. Geschieht ihnen recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Das ist so wichtig, dass du dafür seinen kleinen Hals riskierst. Steck deine Nase nicht in unsere Angelegenheiten. Du meinst bestimmt die der Feder. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Ich bin unschuldig wie ein Lamm. Das waren die Leute der Feder und du hast sie umgebracht. Ich würde nicht gern mit dir tauschen. Dann verdankst du mir wohl dein Leben? Er ist mutig und stark. Vielleicht kann er uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihm, was du gestohlen hast. Vielleicht kann er uns retten. Viel Glück, Däne. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Für all das da wir. Schönen, leite mich. Hättest wegrennen sollen, Häschen. Oh.
Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Ich mag schöne Sachen, aber Magister Bata sagt, stehlen ist Unrecht. Alle sind tot, deshalb muss ich auf der Straße leben. Ich werde König Elfred heiraten und dann wird er mich aus diesem Loch rausholen. Ich habe heute gar nichts bekommen. Es gibt nie genug zu essen. Ich habe immer Hunger. Du gehörst mir. Willst du eine Axt? Ich krieg dich. Hier, ein Geschenk für dich. Da ist er! Dummer, dummer Däne, weiß nicht, dass er eine Frau sucht. Na, na, Elwin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt. Und du wagst es, von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Nein! Du stirbst, du! Elf,
aufs Dach. Flieht sie zum Haus des Bischofs? Dawn. Felon from Heathen is hinting at a Throtsy is slitten. So we do as both yet. Du hast die Kirche seit Tagen nicht verlassen. Der Gestank brennt selbst Gott in der Nase. Ich sehe mir diese Schrift schon seit Stunden an. Gott, was beschäftigt dich? Gott wird zu mir sprechen, das weiß ich. Er wird mir den rechten Weg weisen. Gottes Licht wird ihm den Weg weisen? Vielleicht kann ich die Pulte erleuchten, um sein Geschwafel zu beenden. Ein Zeichen? Oh Herr im Himmel, gib ihm ein Zeichen. Führe ihn auf seinen Weg, weit weg von mir. Ja, erleuchte mich, oh Herr. Erleuchte mich. Dein Wunsch ist unklar, Gott aller Götter. Bitte, mein Leben muss doch noch einen anderen Sinn haben. Lass mich in Frieden. Ich bin in mein Gebet vertieft. Dein Wunsch ist unklar, Gott aller Götter. Bitte, mein Leben muss doch noch einen anderen Sinn haben. Ich muss seinem Lichte folgen. Schick mir ein Zeichen, oh Herr. Leuchte mir den wahren Weg. Denn du bist der Hirte und ich das Lamm, das deinem Lichte folgt. Dein Wunsch ist unklar, Gott aller Götter. Bitte, mein Leben muss doch noch einen anderen Sinn haben. Du bist das Licht der Welt. Bedeuten diese Strahlen etwas? Sieh mal nach, Söhne. Mein Weg ist klar. Ich muss die Fesseln der Bruderschaft ablegen und mein Leben der Lobpreisung Gottes auf anderem Wege widmen. Meine Erzählung muss von höchster Anmut sein, umfassend, und die großen Taten des erhabenen Elfred verewigen. Danke, Herr. Ich werde ein gesegnetes Manuskript verfassen, das Elfred und seine großen Taten... Also habe ich ihn angestiftet, Elfred zu lobpreisen, diesen aufgeplusterten Sachsen. Ich hoffe, sein Werk stinkt ebenso wie er selbst.
Däne will meinen Tod. Zeig dich, Mörder! Komm, du räudiger Hund! Ich mach das schon! Christus wird es beichten! Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling, du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr und ich gebe dir einen Mann oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht, sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten? Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Nicht ihre Unschuld. Zu schade. Nun wär's zu dem Pass. Godwin wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen.
Was the best at all, Amastan. Sweet again. Flieg, Freundin. Sie wurde wohl verriegelt. Eivor! Hier versteckt sich also die Gerechtigkeit, wenn sie müde ist. Verstecken? Himmel, nein! Und ich bin hellwach. Ich feiere, um der Feder den Übergang in die ewige Verdammnis zu erleichtern. Du weißt es. Hilda war nicht die Einzige mit Augen in Winchester. Meine Späher haben mir vom Racheengel berichtet, der die Unwürdigen straft. Man gab mir schlimmere Namen. Gelobt seist du, Eldorbaner. Das heißt Zerstörer des Lebens in unserem Dialekt. So saß ich beim Mörder der Meinen, mit Honigwein in meinem Horn und den Augen auf der Tür, den Tod erwartend
ohne Furcht. Bei mir bist du sicher, Däne. Vorerst. Wenn der Met frisch und die Luft kühl ist, findet man schnell einen Freund. Manchmal gar unter seinen Feinden. Ich könnte jemanden wie dich in meiner Siedlung brauchen. Mit Tinte an den Fingern und doch nicht ohne Ehrgefühl. Ich würde mich gern mehr dem Studium und der Anwendung der Gesetze widmen. Der Krieg bringt eine gewisse Müdigkeit mit sich, die ich gern abschütteln würde. Unmöglich. Selbst im Tod werden unsere Schlachten weiter toben. Das ist der Lauf der Dinge. Ich muss dir danken, bevor mir das Ale die Sinne vernebelt. Du hast den Orden dezimiert und Englerland die Hoffnung auf Einheit geschenkt. Es muss ein sehr saurer Apfel sein, dass ihr nun die letzten Feinde von Winchester seid. Bist du sicher, dass der Sachs tot ist? Der Bischof ist tot. So viel ist sicher. Und wenn der Bischof der Sachs war, dann ist der Sachs tot. Das sind die Abhängigkeiten, denen wir Sterbliche unterworfen sind, nicht wahr? Fällt mir schwer zu glauben. Es gibt zu viel Theater in Winchester. Überreizte Gebete, trauernde Frauen. Nun, erweise ihm deinen Respekt und überzeuge dich selbst davon. Die Beerdigung ist heute. Wenn er tot ist, nehme ich mein Silber und gehe. Doch wenn er lebt, ist es noch nicht vorbei. Sei gewarnt, Eivor. Er ist als Leiche schon mächtig. Falls er lebt, ist er noch gewaltiger. Ob du nun eine Leiche findest oder für eine sorgst, erstatte mir beim Vitenagemut. Wenn der Bischof Wurmfutter ist, sollte es dafür Beweise geben. Ja, ich schenke meinem Bruder Elfried die Seligkeit und Freude, die all jene erfüllt, die du liebst. Siehst du denn nicht, dass ich bete? Können wir über den Tod deines Bruders sprechen? Schämst du dich nicht? Geh! Ich kenne die Last, die du trägst. Du hast dir so viel Sünde aufgebürdet und das alles zum Wohl deines Bruders. Ich weiß, dass er lebt. Nein, er sagte, es wäre zum Wohle aller. Ich bin seine treue Schwester und sage dir, er ist tot. Hörst du? Tot! Lass mich in Ruhe. Ich kann meinen Bruder nicht verraten. Ich beschäftige die Ratte. Warum lässt du mich nicht in Frieden? Schluss mit den Spielchen. Wo ist dein Bruder, der, den man den Sachs nennt?
Er ist jetzt ein Geist. Doch er wird beim Vitenagemot auferstehen. Und Elfred wird nicht länger König sein. Er hat vor, Elfred zu töten? Königsmord? Nein! Der König wird abdanken und Elfried wird uns führen. Auferstanden von den Toten und strahlend wie der Herr. Du bist eine verdammte Närrin. Ibien campo in. Der Sachs wird sich in der Menge verstecken und auf den Moment warten, um zuzuschlagen. Schreitet unaufhörlich voran. Kein Priester, Geistlicher oder Abt kann seine Predigten vom Lateinischen ins Englische übertragen. Wie sollen wir Gottes Wort verstehen, wenn es in einer fremden Sprache gesprochen wird? Elfried ist tot. Und wir trauern um ihn. Doch die Missetaten der Unrechten sprießen auf dem heiligen Feld von Gottes Werk wie Unkraut und machen es unfruchtbar. Bildung, Weisheit, Erleuchtung. Nur so erheben wir uns über die Sünden. Und genau das wir werden uns töten. Gott erlöst uns! Genug, du durchtriebener Hund! Besser gesagt. Süß klingt die Flöte des Hirten, wenn er die Lämmer zur Schlachtbank ruft. Ich bin das Kind von Christen aus der nördlichen Wildnis. Meine Mutter wiegte mich unter dem Sternenzelt und flüsterte sanft: Gott wacht über dich. Doch dann kam dein Volk. Und Gott sah zu, wie sie dir die Kehle aufschlitzten für einen Kupferring. Kein Stern warf einen Speer, als diese Barbaren ihr Blut auf den verwüsteten Feldern vergossen. Gott sah nur zu, und ich hasste ihn dafür. Vielleicht stellte dich Elfreds Gott nur auf die Probe, und du hast versagt. Elfreds Gott ist schwach. Und doch zwingt er uns alle, ihm zu dienen. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Mein Orden wird diese Ketten des Geistes zerreißen. Ich bin der Wolf im Schafspelz. Er wähnt sich selbst in der Rolle eines Gottes. Er wählt einen lohnenden Weg. Auch ein Wolf ist nur ein zukünftiges Festmahl für Raben. Noch ein Geschenk für dich, Däne. Eine tödliche Wahrheit, falls du sie findest. Auch wenn ich sterbe, der Orden stirbt nicht. Er wird sich verändern
und zu etwas Schlimmerem für uns alle werden. Elfried wird Lokis Tochter kein zweites Mal betrügen. Ich verdanke dir mein Leben. Die Ironie ist mir allerdings nicht entgangen. Mein König, wir kehren auf Schleichpfaden zum Münster zurück. Eivor kann dort zu uns stoßen, wenn alles erledigt ist. Elfried! Liebster, nein! Verflucht seist du! Mein Bruder diente Gott! Er war kein Christ. Er verabscheute euren Gott. Aber warum musstest du ihn töten? Hast du kein Mitgefühl für gute Männer? Wir beide haben mehr Fragen als Antworten. Doch falls du diesen Schlüssel erkennst, können wir uns gegenseitig helfen. Zu welchem Schloss passt er? Du warst gütig zu mir. Doch dieser verdammte Orden. Seine Machenschaften brachten meinen Bruder ins Grab. Mögen sie verrotten. Nimm diesen Schlüssel zu den Ruinen unter dem Bischofssitz. Dort findest du Antworten. Hoffen wir, dass Elfreds Leben spannender wird als das hier. Kein Vergleich zu unseren Sagas. Wo ist die Spannung? Die heldenhaften Todeskämpfe. Hoffen wir, dass Elfreds Leben spannender wird als das hier. Assa, nicht wahr? Wie kommt dein Schriftwerk voran? Wer bist du? Ein Bewunderer? Kann es denn stimmen, dass mir Gott schon so früh auf meinem Weg Anhänger schickt? Ich habe gerade erst begonnen, Elfred Schritte nachzuzeichnen. Aber bitte, lies meine Notizen. Lass dich über unseren großen König erheben. Danke. Ich bin sicher, das wird sehr lehrreich sein. Asa hätte lieber Mönch bleiben sollen. Hoffen wir, dass Elfreds Leben spannender wird als das hier.
Erzbischof zweifelte nie an meinem Glauben. Ich hütete meine Geheimnisse und scharte Anhänger um mich. Ich war so fromm, er tat mir leid. Ich hatte für seinen Gott nie viel Liebe übrig. Nicht wie für die alten Götter, die wahren Götter, unsere Erschaffer. Du meinst, dein Leben war eine Lüge? Du hast deine Ehre im Meer versenkt. Als ich dem Bischof von meinem Glauben erzählte, ergriff ihn die Furcht. Also brachte ich ihn zum Schweigen. Diese Stelle ruf ich jetzt ein. Sie getötet! Stirb! Thank you.
Rosa. Nun stirbst du. Mein Schwert ist verloren. Es treibt den Fluss hinunter. Ich werde ihm folgen und erneut tanzen oder ertrinken. Jetzt! Für den Mord wirst du bezahlen! Diese Männer Gottes, behangen mit Gold und Silber. Man könnte beim Anblick erblinden. Und wir sind blind. Lennius war unser einziger König. Er sah klar und kämpfte an Artorius' Seite. Seitdem sind wir blind. Thank you.
Ah ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also, diese Geschichte trug sich vor langer... Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Wenn Elfrids Schwester die Wahrheit sagt, finde ich Antworten in den Ruinen. Das muss sie sein, die Tür zu Elfrids Geheimnissen. Ich sende es Hightam. Vielleicht kann er etwas damit anfangen. Sollte versperrt sein. Alles, was sie taten, geschah, um Elfrid zu unterwandern. Sie hat gelogen. Hier gibt es keine Spur des Ordens. Ich sollte zu Elfrid und meiner Belohnung.
Tritt vor, Eivor. Das ist nah genug. Als die Missetäter kamen, um mein Fleisch zu verschlingen, stolperten und fielen sie. Sind die Gesetze der Gastfreundschaft nicht länger gültig, Elfred? Ich habe getan, was vereinbart war. In der Tat. Doch verwechsle Notwendigkeit nicht mit Freundschaft. Du bist ein Mann, der sein Wort hält. Ein Mann Gottes. Wahrlich. Ich habe mein Leben nach seinem Vorbild ausgerichtet. Godwin. Hier ist das einzige Silber, das deiner Drachenbote würdig ist. Eine Erinnerung an die Leiden Christi und unsere Barmherzigkeit. Und ich biete dir noch etwas. Lebe hier mit uns in Frieden als Christ. Oder stirb als Ungläubiger in einem Meer aus Blut. Du hast nicht mehr zu verlieren als das ewige Leben. Und wenn ich sage, weder noch? Er bietet dir Hoffnung, Eivor. Ein Leben mit Sinn, besser und fernab von diesem. Lehne nicht ab. Sei kein Narr. Deine Regentschaft wird enden, König der Westsachsen. Unter dem Flügelschlag der Raben wird dein Thron zu Staub zerfallen. Du hattest Unrecht, Godwin. Er ist nicht mehr zu retten. Du hattest eine Chance, verdammt! Ich wollte sie nicht. Sei verdammt, Elfred. Ich kehre zu Heitam und Randvi zurück. Sie werden wissen wollen, was hier passiert ist. Geheimnisse und Wunder am Tempel eines verborgenen Gottes. Der Wächter dieses Tempels war ein stolzer Mann. Ich habe Winchester vom Orden befreit. Aber dafür musste ich mit König Elfred zusammenarbeiten. Dein armer Mitstreiter Christi führte dich zu Westsexes König? Höchst seltsam. Er oder sie
scheint mit dir zu spielen. Ich muss gehen. Dann gehe in Der Wächter dieses Tempels war ein stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Der Orden in Winchester ist nicht mehr. Aber wir sind dort nicht mehr länger willkommen. Ich verkehrte mit König Elfred höchstpersönlich. Der Orden wollte seinen Tod. Er hat sich gewehrt. Elfred? Die Grenze zwischen Freund und Feind scheint unbeständig. Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Ich grüße dich, mein Herz. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut, und gebt auf euch Acht, ihr beiden. Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König. Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Überblicke das Land, Freundin. Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Dann auf nach Nordwege. Gut, gut. Geh voran!
und doch völlig fremd. Ein paar Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Älter als in meiner Erinnerung. Jetzt besser nicht. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist sein Narr. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schütte diese Gedanken ab, Sigurd. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Alrex Tadir, es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst seinen Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt.